einer Schablone aus Papier spachtel ich die Strukturpaste immer von außen nach innen, damit die Paste sich nicht unter die Schablone schiebt. Für den ersten Schritt benötige ich zum Auftragen der Leichtstrukturpaste Mahlmesser in zwei verschiedenen Größen. Eine normale Leichtstrukturpaste, Kreppklebeband zum Befestigen meiner Schablone, ein Zahnstocher oder ein ähnliches spitzes Stäbchen und meine angefertigte Schablone. Und los geht's! Als erstes befestige ich meine Schablone in gewünschter Position mit Kreppklebeband auf meinen Malgrund. Mein Malgrund ist hier eine Leinwand in den Maßen 30 x 40 cm. Zum Fixieren von Schablonen oder Ähnlichem benutze ich immer Kreppklebeband, denn es lässt sich nach jedem Arbeitsgang, ob nun feucht oder trocken, problemlos entfernen. Es gibt sie in verschiedenen Stärken. Wenn die Schablone gut fixiert ist, trage ich mit dem Mahlmesser die Leichtstrukturpaste auf. Bei einer Schablone aus Papier spachtel ich die Strukturpaste immer von außen nach innen, damit die Paste sich nicht unter die Schablone schiebt. Hierbei ist ein schnelles Arbeiten erforderlich, denn das Aquarellpapier wälzt sich, wenn es feucht wird. Nimm nicht zu viel Strukturpaste, lieber nach und nach, denn die Leichtstrukturpaste lässt sich gegenüber anderen Strukturpasten sehr leicht wie eine Creme verstreichen. Schön vorsichtig von außen nach innen streichen. Wenn ich die Strukturpaste gleichmäßig verteilt habe, kann ich meine Schablone vorsichtig entfernen. Siehst du, wie schön sich der Eiffelturm in Strukturpaste abbildet? Da sich nun doch ein wenig Strukturpaste unter die Ränder der Schablone geschoben hat, kratze ich die überschüssige Paste vorsichtig herunter. Schön, dass du dich auch für die Acrylmalerei interessierst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir jetzt einen Daumen nach oben. Und damit du kein Video von mir verpasst, klickst du jetzt ganz einfach in diesem Video auf den Abonnier-Button. Und dafür, dass du meinen Kanal abonniert hast, schenke ich dir meinen gratis Videokurs Die 5 einfachen Schritte zum eigenen Bild. Klicke dazu jetzt auch ganz einfach hier in diesem Video auf das Geschenk oder unter diesem Video in der Beschreibung auf den Geschenke-Link. Viel Spaß weiterhin mit meinen Videos, deine Freundin Ilka.